Das Mikro anschalten, meine gute Idee. Erstmal schönen guten Abend und der eine, der zuguckt. Ja, das mit dem kein Sound habe ich gesehen. Ich hatte das Mikro aus Versehen. Ja, Super Lindemill wollten wir reingucken. Okay, so. Okay. Schmeißen wir das Intro rein, legen wir los, oder wie sieht's aus? Muss ich mal sagen, ne? Schmeißen wir das Intro rein und dann legen wir mal los und gucken mal, wie weit wir kommen in einer halben Stunde, Stunde. Ich begrenze mir das gerne ein bisschen auf Zeit. Naja, quatsch nicht, mach. So, da sind wir schon auf Super Linemüll und so, einmal Steuerung erklärt für den Anfang. Ich hätte gerne, sehr gerne, Controller Support, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Nein. Oh. Okay. Es wird angezeigt, aber es passiert nichts. Das hätte ich nicht in dem Screen machen sollen. Ach, ich. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann starten wir jetzt mal durch. So, sehen wir uns das mal an hier. Upsi, upsi. Einmal unterschreiben, dass wir das alles hier richtig sehen. Okay, und dann starten wir mal durch, ne? Also es geht hier darum, Physik und Kleinstteile größer zu machen, etc. Sprich so. Genau. So, dann komme ich hier weiter. Wie gesagt, den Anfang hatte ich mal angefangen. Den Anfang habe ich mal angefangen. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive So, wie gesagt, den lucid Anfang hatte ich induction gespielt und dann kam ich ja enables nie you to weiter. retain full Das consciousness and heißt, wir control. schauen uns das jetzt nochmal an. Scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich hier noch machen musste. Ach ja, stimmt. Ah! Mit Controller ist aber schwieriger als mit Maus. So, das hätten wir. Den nehmen wir, glaube ich, nochmal mit für. Ja, hier, ne? Hoppa, hoppa, Heparinsäure. Ja, passt. Ja, klar. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and Ich habe hier so eine Bildrisse. Muss das so? Das nervt. listen to messages from your Ah, patient care team. ist schon besser. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Scheiße. Ah, so. Deswegen ist der Anfang jetzt noch relativ leicht, weil ich da mal einen Anfang gemacht hatte. Bisschen zu klein, ne? Ja, okay. Immer nur Ding zu klein. Das gibt's doch gar nicht. Gucken wir mal. Hüp! Ah, passt. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Was soll ich jetzt hier nochmal machen? Ach, ganz klein. Ach so, okay. Ah, guck. So war das.
Ach ja, da muss ich den Scheiß hier so. Ah, Scheiße. Scheiße. Ja, guck. Ja, am Anfang ist es noch einfach und dann wird es immer All schwieriger, impairments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Er muss so groß sein, dass ich ihn von der anderen Seite erreiche, aber das ist er noch nicht. Ah, Scheiße. Jetzt ist er viel zu klein. Ah, je. Jetzt komme ich nicht mehr da rein. Was ist das denn für eine Scheiße? Lass mich doch. Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich jetzt versammelt, ne? Das habe ich jetzt definitiv versammelt. Scheiße. Das habe ich versammelt. Ja, so einfach ist es. Blödkopf, ey. Yes. Ja, manchmal, ne? Ist ja hergekommen. Softkopf. Ja, nicht groß genug, die Arschklopse. Komm schon. Oh! Oh nein. Jetzt liegt er wohl auf beiden, oder? Nehmen wir noch nicht. Oh nein. Nicht, der liegt jetzt wieder nur auf einem. Ich krieg doch die Motten hier. Komm schon, fall drauf. Jawohl. Gut, aber den Anfang hatte ich vorher auch schon, ne? Also, das ist ja nicht. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, wie das jetzt hier ging. Ist ja eh nicht scheiß Mauer. Moment.
Kann ich irgendwas irgendwie was mit dem Scheiß wenden? Ich hatte irgendwie hier die Wand umgehauen, ich weiß aber gar nicht mehr wie. Irgendwas. Hier nicht irgendwas nehmen? Gar nichts. Ja, schon geht das jetzt mal los. Ich bin noch nicht mal so weit, wie ich vorher war. Ja, Käse, ja. Genau, so. So geht's nämlich auch. Genau, so geht's auch. Brauchst nur genug Gewicht drauf, ne? Brauchst nur genug Gewicht drauf, dann ging's. So, mal sehen. Wir träumen garantiert nicht mehr. Auf keinen Fall. Wir träumen auf keinen Fall mehr. Das wollte ich mal probiert haben, weil ich hätte mal gehört, das funktioniert. So. Ah, ist das nicht ein spannendes Spiel? Ja, ne? Das hier, das Beschiss. Guck mal. Hier musste ich, weil es Kulisse ist. Warte. Scheiße. Jetzt fällt das hier so blöd. Ah. Ja, toll. Ein Mittelstück bringt mir dann auch nicht. Ich muss ja da drüber weg. Ah, du Saftkopf. Sollte eigentlich so angelehnt sein, weißt Ah, wenigstens das. So, das hätten wir. My name is Dr. Glenn. Da hängen wir das letzte Mal fest. Hier noch nicht ganz, aber fast. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it.
So. Beim zweiten Mal war jetzt das hier das Problem, ja. Ich guck noch mal. Ah, guck, siehst du? Ist ein Ticken so groß. Guck mal. So, jetzt kommen wir hier weiter. Ach du Scheiße. Bitte mal schlimmer. Das müssen wir so ansehen, dass es eine Tür ergibt. Aber müssen wir. Wo und wo gucken wir am besten? Von oben, wa? Ich bräuchte das Ding hier nochmal. Ich da hochkommen. Besser ist es. Brauche einen Winkel, wie ich die Tür richtig sehe. Ah, guck mal. Warte. Okay, jetzt haben wir die Tür. Nehmen wir mal mit, ich weiß ja nicht. Wie wir es vielleicht brauchen, die brauchen wir garantiert noch. Also? Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Was? Musste man sich das anhören, dann geht's weiter, okay? Das ist ein Spiel der optischen. Ne, da muss ich von oben gucken, ne? Ja, dazu muss ich so oben hinkommen. Da haben wir das nächste Problem. Das kann ich mir jetzt nicht nehmen. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Da kann ich irgendwas nehmen? Das ist hier doch schon wieder Essig. Ah, warte mal. Da ist Würfel. Ah. Und wenn ich nehme Würfel, ich komme hoch. Ja, so nicht. Ich mache mal den nächsten Versuch. Ah, guck mal. Ja, aber das bringt mir doch jetzt dieses. Obwohl doch, wenn ich die Kiste noch mitnehme. Ah, guck. Guck. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Moment. Was verstehe ich denn jetzt hier nicht? Hm.
Ja, Moment, was ist denn das hier? Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier überhaupt lang? Ich glaube, das ist eine absichtliche Sackgasse, die Scheiße hier. Ach, hier geht's raus. Hab ich gar nicht gesehen. Das war gerade aber noch nicht, oder? Das war aber gerade noch nicht. Das wüsste ich aber. Der hat einen Stick dürftig. Der liegt doch nicht an mir. Es liegt am scheiß Controller. Der backt hier rum. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce und wir können dich noch nicht finden. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to wake you up. Kleinen Moment, ich muss mal kurz pipi, ne? Bin sofort wieder da. Ich muss nur gerade meine Maus finden. Denn die ist erschreckenderweise verschwunden. Bin gleich wieder da. Auch noch die falsche Einblendung drin gehabt. Ich glaube, ich spinne, ey. Eieieiei. Nein, möchte ich nicht. Was machst du denn hier für ein Blödsinn? So, zurück zum Thema. Oh, jetzt habe ich die falsche Einblendung. Ja, das ist, ich bin auch. Kann ich mir den Mond annehmen? Ey, cool. Ah, der fällt nicht runter, oder was? Was ist das da drauf? Ich kann das nicht sehen. Wie rotate ich jetzt nochmal was? Ist was drauf, aber ich kann es nicht sehen, weil das mit dem Rotieren nicht geht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Das funktioniert aber nicht. Ach, da ist ein Dingesdorf, ja. Yeah.
Ach, da ist die. Da ist die weitere Tür, guck. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of control. Ja, der Bildschirm auch immer sehr interessant, ne? Sehr interessant. Haben wir gleich schon die halbe Stunde voll. Halbe oder dreiviertel Stunde, sagte ich ja, streamig. Reicht. Aber wir sind schon mal weiter als das letzte Mal, ne? Ach, komm, das ist ganz witzig. Die Gänge kennt man ja ein bisschen, ne? Okay, jetzt ist hier was anderes. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Besorgen wir nehmen uns einen Würfel mit. Damit wir hier hochkommen, oder? Jo. Erstmal so. Ich glaube, wir nehmen uns den Würfel nochmal mit. Hätte ich schon vorher dran denken sollen. Weil hier ist ja keine Wobbeltür, da sollte das eigentlich gehen, ne? Komm schon. Komm schon. Oh nein, ey. Ach komm, das kleine Stück ist zu viel. Ja, guck mal. Ich glaube, die... Nehmen wir ein Stück Boden mit. Von mir aus. Ach, Moment, ich habe da was aus dem Boden gerissen. Dann kann ich so da lang, oder? Macht Sinn. Macht Sinn. Professional Tip. Lass nur vorsichtshalber mit. Withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Das ist echt ein verwirrendes Spiel manchmal, oder? Interessant, okay. Scheiße. Das reicht allerdings auch nicht aus. Scheiße. Ja. Oh. Das hat überraschend einfach geklappt. Reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Nicht. Oh. Also wir brauchen eine Platte, die wir so seitlich dran kippen können. Oh, Scheiß. Wohl, wenn ich genug Bretter übereinander werfe. Von eigentlich, ja, Gott sagen, eigentlich müsste das gehen.
Nun, ich jetzt hier vorsichtig drauf springe. Ah, auch nicht schlecht. Wieder dasselbe Kackproblem hier. Ah, Moment mal, hier geht's ja auch noch weiter. Hier bin ich auch nicht hergekommen, ne? Oder doch, hier bin ich ja hergekommen. Was riech ich denn hier? Nee, ist der Fahrstuhl. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Okay. Ich wollte mal kurz auf mein Telefon gucken und nichts. Okay. Jetzt wieder in denselben Gang lang? Langweilig schon. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Ich habe echt Zugkräfte. Da muss der Controller weg, also das hat ja wohl keinen Wert. Muss ich das jetzt verstehen, oder? Ein bisschen düster, ne? Ich muss erst mal ein bisschen gucken. Ich bin ein bisschen... Ja, super, jetzt sehe ich nicht mal mehr was. Scheiße. Ah, jetzt steht schon wieder vom großen Fragezeichen. Kacke. Du siehst hier aber auch null. Ich sehe null, was soll ich jetzt machen? Ich kann hier nichts aufgreifen und so. Mörder, 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 Mörder. Sonntag gibt's Bohnen. Müsste ich hier irgendwas sehen oder so? Ist vielleicht hier der Gang von... Nee. Scheiße. Sehe ich was? Ach, Deutsch kann man als Untertitel einstellen. Das ist ja super. Speedrun-Timer. Auch nicht schlecht. Ich kann ja die Helligkeit nicht einstellen. Scheiße, ich weiß es nicht. Im Chat irgendeiner eine Idee? Ah, witzig, nur die Gedodel ist da. Das gibt's ja hier gar keinen. Scheiße, bin ich aufgeschmissen. Scheiße, keine Ahnung. Hier ist aber auch nichts, ne? Hier ist gar nichts. Also, was machen wir? Kommt hier so ein... Ach. Ach. Was bescheuert, dass er nicht drauf kommen müssen. Also sowas Dämliches war das einfach. Hab ich mich erschrocken. Ist das jetzt derselbe Boden? Ja. Also das ist jetzt hier nicht so richtig. Ich dachte, ich könnte da lang. So drum rumlaufen oder so, aber du siehst hier auch nichts.
Scheiße ist halt, du siehst hier nichts. Das heißt, wir brauchen eine andere Möglichkeit. Die Türen sind natürlich dicht, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir drüber kommen. Ich habe auch keine Ahnung. Siehst du? Nächstes Problem. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Scheiße. Ah, oh je. So eine Möglichkeit geben, wie wir rüberkommen. Du siehst aber auch null hier, ne? Nehmen kannst du nichts, sehen tust du nichts. Einfach mal an den Seiten vorbei, etc. Gehen nicht, was nehmen kannst du nicht. Was denn hier mit dem, haben wir keinen Alarm mehr hier, haben wir sonst immer gehabt. Scheiße. So, komplett. Ja. Da kommst du nicht dran vorbei. Scheiße, wieder so eine Ecke, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich laufe ja nicht mal hin. Scheiße. Ich habe gesagt, ich spiele eine halbe Stunde. Jetzt bin ich schon 40 Minuten dran im Dreck. So keine Möglichkeiten, dann vorbeizuspringen. Irgendwie soll das eine. Oh, da ist eine Planke. Da ist eine scheiß Planke. Ich hab's doch gewusst, ey. So eine Scheiße hier. Ja, aber die Planke hält nur ein paar Sekunden. Das ist es. Oh, ist das ne, oh, ist das ein Dreck. Oh, ist das mieser Dreck. Oh, ist das mieser Scheiße. Boah, ist das nicht mieser Scheiße. Oh, nee, ey. Boah, ist das eine miese Kacke. Das letzte Stück, da ist auch, glaube ich, gar keine Planke mehr. Boah, ist das eine miese Nummer. Das ist immer richtig scheiße. Ist das eine miese Nummer? Schweißausbrüche. Boah, ist das eine miese Nummer. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, and you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Es ist einfach nur schwarz, ne? Einfach nur alles schwarz. So eine Scheiße, was soll das denn, ey? Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further.
You are responsible for failing to make this crucial distinction. Oh, Leute, Leute, Leute. Also ich weiß nicht, mit dem Schild soll, aber ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ach, wieder so eine Codepartie hier. Ich kotze gleich. Keine Ahnung. Bin ich halt zu blöd. Oh, nee, du. Ja, siehst hier ja auch null in dem Drecksladen, ey. Okay, sehe ich wenigstens was. Hilft mir aber jetzt auch nicht so weiter. Obwohl. Ich dachte, damit könnte man jetzt das Holz kaputt machen. Wäre so mein Plan gewesen, machst das Holz damit kaputt. Noch kleiner geht's nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist halt hier auch wieder nix, ne? Kein Zwischengang, Decken, irgendwas. Das ist es halt. Das sind ein paar scheiß dämliche Bretter. So kann ich hier nicht einfach durchgehen. Bretter weg, nageln, fertig. Naja, gut. Na gut. Also, guck mal, aber ich sage halbe, dreiviertel Stunde spiele ich mal. Das hat halbwegs funktioniert. Halbwegs weit gekommen. Wenn er Bock hat, spielen wir demnächst weiter, den Quatsch. Sonst bin ich erstmal raus aus der Nummer. Mein Controller hat jetzt auch einen Geist aufgegeben. Da kommt nichts mehr. Perfekt.
In diesem Sinne, wenn da einer Bock hat, schreibt einen Kommentar drunter. Schwaller, schwaller. Interessiert sowieso am Ende keine Sau, was ich erzähle. Upsi. Und ja, man sieht sich, wa? Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.